Herzlich willkommen. Wir haben jetzt schon einiges gehört. Ich wollte eigentlich so ein bisschen auf dem Vortrag vom Gunter Dück aufsetzen. Jetzt hat er natürlich schon unheimlich viel vorweggenommen. Ich wollte Ihnen eigentlich sagen, warum James Bond ein Anachronismus ist und überflüssig geworden ist. Er hat das jetzt gebracht, dass die Engländer ihren eigenen Internetgeheimdienst ausbauen, da eine eigene Internetarmee bilden wollen. Soweit wollte ich jetzt nicht gehen, aber was ist der Grundgedanke, der dahinter steckt? Der Grundgedanke ist, dass die Intermediäre in der gesamten Wirtschaft verschwinden. Und Sie können sich jetzt angucken, was Sie wollen, ob das nun die Banken sind, die sind Finanzintermediäre, ja, die braucht bald keiner mehr. Alles, was irgendwie schwieriger ist als ein Ratenkredit, können die Leute nicht mehr. Und wenn es einfacher ist, dann kann es die Internetmaske. Und die richtig komplexen Produkte können dann irgendwie 5 Leute in Frankfurt, die sind aber ständig besetzt, weil es davon so wenig gibt. So ist es beim Auto, wenn irgendwas kaputt ist und die Elektronik weiß es nicht, dann steht auch die Werkstatt da. Es sei denn, Sie haben noch so einen alten Meister, der die Sache wirklich innerlich durchdrungen hat. Aber in der Regel ist es dann so, dass die da stehen und gucken. Das Auto ist heil. Aber es fährt nicht. Ja, aber der Computer sagt, es heil. Ja, damit fahren Sie damit, nicht? So, und den Information Professionals geht es natürlich ähnlich ein Stück weit. Die Branche ist ausgedünnt worden über die Jahre, die verblieben sind, haben erkannt, dass man sehr professionell sein muss. Und da möchte ich ein bisschen drauf rumreiten, so ein paar Sachen zeigen, ein paar Anregungen geben. Ja, und vielleicht auch mit einer kleinen Analogie starten, um darauf hinzuweisen, worauf es wirklich ankommt. Weil ich glaube, dass wir immer noch sehr stark beim strukturierten Vorgehen sind. Das strukturierte Vorgehen ist natürlich wichtig und der Deutsche liebt nichts mehr als Struktur. Struktur in allem. Aber das ist in der Zukunft nicht mehr das. Das ist das, was der Herr Lussault 1.0 nannte. Strukturen braucht man, aber 2.0 oder 3.0 ist darüber hinwegzugehen. Ich wollte anfangen mit einem kleinen Test. Folgende Aufgabe: Da wird gleich ein Film gezeigt und da passt ein weißes Team den Basketball. Und Sie sollen zählen, wie viele Pässe die machen. How many passes did you count? Wer hatte 15? Wer hatte 14? Och komm. Wer hatte 16? Also ich habe es nachgezählt, ich kam auch auf 16. Und ich wollte an der Stelle mal die Analogie ziehen. Es geht nur um Pässe zählen. Das ist nicht einfach. Was ist mit dem Prellen? Wie interpretiere ich bestimmte Dinge? Und wenn jetzt hier so kommt, man kann ja auch googeln oder das Suchen an sich kann jeder. Das stimmt nicht. Also auf einem Anfängerniveau kann suchen natürlich jeder. Auf einem mittelfortgeschrittenen Niveau können es einige. Aber wenn es um das Niveau geht, wo man damit Geld verdienen kann, können das nicht so viel. Und die Tätigkeit, Informationen aus der Vielzahl von Quellen zu finden, ist schon so etwas wie ein Kunsthandwerk. Das Schlimme ist, das Kunsthandwerk wird nicht so gut bezahlt und man hat auch so ein bisschen Probleme, das zu verkaufen. Und deswegen muss man eben den Schritt weitergehen. Wer von Ihnen hat irgendwas Besonderes in dem Video bemerkt, von den Leuten, die das Ding noch nicht kannten? Okay, das sind ganz wenige. Und jetzt gebe ich mal eine gewagte These. Viele von den Leuten, die was Besonderes gesehen haben, würden heutzutage in der Schule Ritalin kriegen. Die wären nämlich ADS-Kinder.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Denken Sie mal an Ihre Vergangenheit. Ich behaupte, dass das ein ganz grundsätzliches Problem ist. Leute, die ADS haben, haben ein bisschen Schwierigkeiten, sich auf Einzelheiten zu konzentrieren, aber nehmen das breite Feld wahr. Und das bedeutet, dass die zum Beispiel die summende Biene im Klassenzimmer ablenkt. Dann stören die oder träumen. Aber früher im Wald war das echt sinnvoll, weil, jetzt schauen Sie noch mal. But did you see the gorilla? Also, der Gorilla war nicht ganz unauffällig im Bild. Die meisten haben ihn nicht gesehen. Und das bringt zwei Analogien an der Stelle. Nämlich erstens, man muss was von der Sache verstehen, damit man überhaupt ordentlich suchen kann. Man muss auch was von der Branche verstehen, damit man den Gorilla einordnen kann. Denn wenn Sie nicht wissen, dass der Gorilla gefährlich ist, das könnte ja auch irgendwie ein harmloser Piepmatz sein, dann ist das völlig irrelevant. Aber als Information Professional stolpern Sie immer über irgendwelche Dinge. Und ohne das spezielle Fachwissen können Sie das nicht einordnen. Und die Anzahl der Pässe ist wahrscheinlich das, was Ihrer Kunde angefragt hat. Aber das, wofür er Ihnen richtig Geld bezahlt, ist die Tatsache, dass Sie den Gorilla gesehen haben. Ja. Und das ist jetzt meine These, den Gorilla zu sehen, ist die eine Kunst. Das ist die Werbung für SVP, das ist der Blick von draußen drauf. Wenn man im internen Prozess ist, sieht man ihn häufig nicht. Bestes Beispiel ist zum Beispiel die Firma Kodak. Die hat Mitte der 80er Jahre eine Studie gemacht. Und da kam raus, wenn es mal elektronische Bilder gibt, dann sind wir out of business. Die ist im Aktenschrank verstaubt. Kodak wird abgewickelt. Es war mal einer der größten Konzerne der Welt. Gone by the fishes. Also der externe Blick ist wichtig und die Fachkompetenz ist ganz entscheidend, um dem Kunden Mehrwerte liefern zu können. Und wie kann man an der Stelle weiterkommen? Unsere Sicht ist bei SVP, dass man versuchen muss, irgendwie weiterzukommen, sich vom Horizont her zu erweitern und dabei auch ungewöhnliche Dinge zu tun und ein bisschen Spaß dabei zu haben. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass das Thema PowerPoint ein echtes Problem ist. In komplexen Sachverhalten dauern PowerPoints unglaublich lange. Wenn man nicht die Sachen über Nacht nach Indien schicken kann oder will, und selbst dann ist es nicht gerade billig, wie kommt man da raus? Einfache Formen sind in PowerPoint zu machen, aber sobald man irgendwie ein bisschen kreativ ist und die Sachverhalte komplexer werden, steht man irgendwie doof da. Wir sind irgendwie über das Thema Visual Facilitating gestolpert und haben dazu eine Fortbildung angeboten und könnte der hier mal facilitaten. Ich hätte gerne die nächste Folie. Warum macht er das nicht? Ich bin überfordert. Da, das ist sie. Und wir haben eine Schulung gemacht und daraufhin haben die Kollegen dann angefangen zu zeichnen, um schwierigere Sachverhalte in Form zu bringen, um in Kundengesprächen Dinge zu strukturieren, um Angebote zu strukturieren, um irgendwelche Dinge zu machen. Wir haben herausgefunden, dass man mit relativ wenig Aufwand da auf ein durchaus professionelles Niveau kommt, das weiterhilft. Das sind so die, sind nicht die Anfänge, es ist schon ein bisschen weiter, aber damit kann man arbeiten. Das ist eins von den Tools, die nicht digital sind, die aber den Leuten helfen, die nebenbei noch Spaß machen. Wir haben dann mal versucht, unsere Position im Markt mal zu malen. Da haben wir uns ein bisschen mehr Mühe gegeben. Das sieht dann so aus. Und das ist ein Oktopus, kein Krake, ganz wichtig. Ne? Der Krake ist nämlich per se böse, aber wir sind ein freundlicher Oktopus mit 6 Armen, wenn Sie genau nachzählen. Und wir versuchen da tief zu schürfen.
und unseren internen Kunden was zu bieten. Und dazu nutzen wir natürlich die Quellen, die wringen wir da auch so ein bisschen aus. Das ist jetzt keine Gemeinheit für die Kollegen, die ja auch diesen Event hier mit gesponsert haben. Vielen Dank an der Stelle. Ich will nur sagen, man muss eben da auch mit umgehen können. Man muss die mal zu packen kriegen. Und das kann der einfache Anwender eben nicht. Und jetzt versuchen Sie das mal in PowerPoint zu machen, wie lange Sie da dran sitzen. Wenn Sie das zeichnen, 4 Stunden. Ich weiß nicht, ob Sie das in PowerPoint hinkriegen. Ja? Und das, glaube ich, muss die Aufgabe des Information Professionals sein. Er muss wie ein Oktopus in der Mitte, der von den ganzen Quellen sehen, muss mit seinen langen Armen gucken, was gibt es an technologischen Neuentwicklungen, was gibt es an Methoden aus anderen Bereichen, die ich verwenden kann und einsetzen kann, die mir weiterhelfen, die meinem Kunden weiterhelfen, wo ich immer auf dem Hintergrund, dass ich ja Mehrwerte auch bezahlbar, also schnell liefern muss. Was gibt es da Neues, was kann ich tun und wie kann ich mich weiterbilden? Und das Thema, den Stift in die Hand zu nehmen, das ist vielen Kollegen richtig schwer gefallen. Also wenn ich die auf eine Statistikschulung geschickt hätte, hätten die sich nicht beklagt. Aber das gab richtig Widerstände innen drin. Und hinterher waren die Leute aber überrascht, was ging. Und ich denke, das ist in anderen Bereichen auch so möglich. Und meine Geschichte begann mit James Bond und die Frage, die sich dann mir stellte, waren eigentlich zwei. Was bedeutet das Thema James Bond für den Information Professional? Wie gehen wir damit um? Ich glaube, die Antwort ist, wir müssen eben so etwas wie einem Hub, nennt sich das ja neudeutsch, zu einem kleinen Oktopus werden, der die verschiedenen Kanäle steuert und ausbringt und auch mal aufmacht. Und die zweite Frage ist, reicht für den armen, arbeitslosen James Bond Hartz IV noch für den abendlichen Wodka-Martini? Ich denke, heute Nachmittag reicht's noch und damit bin ich durch. Dankeschön. Applaus